Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kerzeflipper. Nachdem wir in der letzten Folge mein Dorf aufgebaut haben, bin ich jetzt schon gespannt, weiterzumachen. Ich schaue mich einmal ganz kurz um. Hier laufen meine Mitarbeiter, Steinhauer und Holzfäller rum. Der Typ ist auch wieder da, das ist schön. Machen wir einmal hier kurz mein Dorf reinschauen. Okay. Können wir irgendwas tun, Madame? Laufen Sie los. Räumen Sie auf. Hier irgendwas zu tun? Nein, okay. Oh, die sehen alle gleich aus. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, gut, der sieht jetzt anders aus. So. Jetzt möchte ich ja da hinten später mein Schloss hinbauen. Ich bin mir aber noch unsicher, wie das gestaltet werden soll. Und ich weiß nicht so ganz genau, ob ich dafür schon genug Geld habe. Deswegen habe ich überlegt, will ich erstmal diesen Job machen. Ich habe hier eine Karte. Ich bin hier. Da tatsächlich. Und kann hier jetzt die ganzen verschiedenen Orte anklicken. Ich bin mir allerdings unsicher, weil hier steht, möchtest du an diesen Standort umziehen? Euer Fortschritt wird automatisch gespeichert. Das will ich nicht. Ich will nicht umziehen. Ich würde den Job machen wollen, ja, aber ich will ja nicht umziehen. Das macht mich unsicher. Deswegen habe ich extreme Angst, da jetzt irgendwas zu machen. So, wir gehen jetzt einmal hier hoch. Hier sehen wir meinen Thron. Und dann muss ich auch nur noch das Schloss machen. Ich denke, deswegen werde ich doch erst das Schloss machen. Ich habe wirklich Schiss, dass ich sonst meinen Fortschritt verliere oder mein Dorf oder so. Also, ich habe jetzt auch noch mal versucht zu recherchieren, was passiert. Offensichtlich ist das so wie Jobs, wenn ich auf diese Map gehe. Aber dadurch, dass da steht umziehen, das will ich halt nicht. Da habe ich ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kenne jetzt persönlich auch niemanden, der das Spiel schon gespielt hat und so weit ist wie ich jetzt. Ah, deswegen traue ich mich nicht. Also gehen wir erstmal hier hinten hin und müssen da jetzt einfach einmal durch das Schloss bauen. So. Die 50.000 haben wir erreicht, die werden wir wieder verlieren im Laufe des Bauens, aber durch die Mieten wird das ja wieder reinkommen. Muss ich einmal gucken. Das ist so eine kleine Platte. Das ist noch was Kleineres. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied immer ist. Ah, das ist quadratisch. Und das? Sieht mir eher aus wie ein Tor. Ah, okay. Würde jetzt einfach mal anfangen, indem ich das so mache. Ich hoffe, dass das bittig ist. So. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ein Tor. Ich will eine Tür, aber ich hätte gerne eine breite Tür. Hier haben wir ja nur so eine kleine Tür. Möchte mir das jemand näher erläutern? Okay, ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollen. Okay, wir nehmen jetzt erstmal die hier. Hätte gerne, dass das möglichst mittig ist. Okay. Excuse me, wie baut man denn
Was? Es wäre halt schon schön, wenn das da irgendwie draufstehen würde, was du da hast. Wenn du das irgendwie einsehen könntest, wäre das halt schon hilfreich. Weil ich halt nicht die geringste Ahnung habe, was ich hier habe. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich, weil das funktioniert ja gar nicht zum Beispiel, dann muss ich wahrscheinlich die nehmen, oder? Und jetzt? Oh, ist das kompliziert. Also ehrlich gesagt hätte ich nicht erwartet, dass das jetzt so ein Staatsakt wird. Nee, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ah, guck mal, okay. Ja, was ist doch doof, dass ich. Ich erweise mich gerade schlicht und ergreifend zu dumm, um ein Schloss zu bauen. Das ist natürlich jetzt extrem doof, ne? Nein, ich will das ja aber. Was soll das denn jetzt? Das war jetzt aber Humbug. Jetzt habe ich tatsächlich einmal nicht geguckt, wie man das macht, weil ich dachte, oh, ja, werde ich schon irgendwie hinkriegen, aber scheinbar eher nicht so. Ja, seht ihr, das will ich ja alles nicht. Ja, und jetzt? Ja, aber irgendwie muss ich ja die Türen bauen können. Und offensichtlich kann ich das nicht. Hä? Also, das ist halt etwas, das fehlt mir jetzt an Erklärung, ne? Ja, schön, dass ich überall Fundament hinlegen kann. Aber wenn ich da nichts drauf bauen kann, ist das ja für einen Purpose. Das kann ich da zum Beispiel gar. Ich kann keine Wände da drauf bauen. Gar nichts. Doch die. Ja, toll. Aber ich will ja nicht so einen Klotz dahin machen. Ich will ja die hier machen. Da werde ich jetzt ganz einfach nachgucken müssen, wie man sowas macht. Also, das erschließt sich mir jetzt nicht. Überhaupt nicht. Da muss ich jetzt einmal nachgucken. So, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, habe auch gerade gesehen, dass hier ein bisschen was zu machen ist inzwischen. Werde jetzt einmal die Dame losschicken. Sauber machen und aufräumen bitte. Und tschüss. Der Kerl braucht jetzt nicht los, weil ich eigentlich gerade die Miete eingetrieben habe. Ja, jetzt ist hier wieder alles super. Dann schicken wir ihn einmal los. Die Kisten holen bitte. Danke. So, ich habe mich jetzt tatsächlich noch einmal umgeschaut, wie genau das funktionieren soll. Es ist extrem verwirrend.
Und wirklich überhaupt nicht gut gemacht, finde ich. Es fehlen halt auch einfach jegliche Erklärungen dazu. So, ich bin wieder da. So, und zwar habe ich jetzt gesehen, dass diese dünnen Wände lediglich in diese Teile hier reinpassen. Was Sinn macht, aber wofür ist dann der Driss hier? Oder wofür sind die dicken Sa Dinger dann da? Das verstehe ich halt so gar nicht. Außerdem habe ich auch noch nicht verstanden, wie das hier funktionieren soll. Ich werde jetzt einmal hier reingehen. Ein Workaround, den ich gefunden habe, wäre tatsächlich in den Hausbau selbst zu gehen. In den Hausbau und das dann einfach zu ändern. In Stein. Das ist wohl möglich. Wenn ich jetzt hier so reingehe, auf Ändern und dann auf makellosen Stein gehe, hat man halt hier so Stein. Ne, und ja. Wir werden mal sehen. Ich gucke jetzt erstmal. Nein, weißt du was, gib mir die neue wieder. Ich werde jetzt hier nochmal reingehen und gucken, ob es funktioniert, wenn ich hier jetzt ein bisschen mehr baue. Mein Problem ist halt einfach, dass ich auch nicht verstehe, wie weit ich da was machen muss, damit das passt. Na, also eigentlich müsste das ja jetzt passen und ich verstehe nicht so wirklich. Es passt nicht hierhin, es passt nicht dahin. Das ist wirklich etwas, was mir jetzt noch nicht so ganz, was sich mir noch nicht so ganz erschließt. Das ist halt wirklich das Problem. Ich habe jetzt nur die Leute gesehen, die das machen. Aber bei mir, wie ihr seht, funktioniert das halt gar nicht bei mir. Außer ich mache das so. Jetzt ist das so neblig, dass ich meinen Eingang sehen kann. Okay. Aber was ist das andere? Okay, ja, keine Ahnung, was das alles sein soll. Okay, Ah, Simsalabim! Ah, Leute, ich hab's geschnallt. Oh, wobei, es hat nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Nein, das will ich nicht. Ich will, wenn, dann schon richtige Fenster. Oh boy, das geht nicht. Ah, das ist wahrscheinlich für das runde Ding da, ne? Wahrscheinlich hierfür. Okay. Yay. Okay, so im Grunde brauche ich das ganze Zeug hier gar nicht, weil ich einfach mit den Dingern arbeite. Ist das jetzt richtig? Das ist ein bisschen doof, ne? So, ich lasse jetzt das mal, damit ich sehen kann, wo ich hin will. So. Und dann nehme ich mir jetzt einfach immer wieder dasselbe Fundamentteil, oder wie? Ja, warum nicht, ne? Jetzt muss ich einmal gucken, wo der Stein ist. Haha! Okay. Das Doofe ist ja jetzt, dass diese Dinger da immer im Weg sind, ne? Das finde ich schon störend. Okay, da muss ich jetzt mal gucken, wie das funktionieren soll. So offensichtlich. Aha, okay. Das habe ich verstanden. Okay. Ich überlege dann mal, wie das jetzt hier vonstatten gehen soll. Also das soll der Eingangsbereich sein. Eigentlich hätte ich gerne eine große Halle.
Aber da das offensichtlich nicht wirklich möglich zu sein scheint, ist halt das Doofe, ne? Also ich hätte eigentlich ganz gerne. Das sind quasi hier so die Wand drumherum kommt. Also halt nur in viel größer, ne? Aber hier fällt mir schon auf, hier ist so ein Schlitz dazwischen, was auch blöd ist. Und auch hier so verschiedene Höhen. Ja, auch blöd. Also ich würde fast sagen, es ist einfacher, das als Haus zu machen. Tatsächlich. Kann jetzt mal ganz kurz zeigen, wie das gehen würde. Jetzt mal zum Haus. Mach das jetzt mal so. Dann mache ich so. Dann ändere ich das. Ups. Ändere ich das auf den Stein. Und dann sieht das sogar wirklich noch besser aus. Und es sieht, ist halt auch viel, viel einfacher im Grunde, das zu bauen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es jetzt möglich wäre, hier die Decke reinzuziehen. Ja, das ist nämlich hier das Problem ist jetzt einfach, das passt hier nicht. Aber ich will ja nicht immer diese blöden Dinge im Weg haben. Na, also wenn das jetzt nur ein langer Weg wäre, okay. Aber ich will ja dann quasi die Räumlichkeit nach da erweitern. Das ist schon blöd. Nee, die finde ich nicht so schön. Ah, okay, da muss wahrscheinlich, die muss wahrscheinlich auch immer auf so einem Ding sein, ne? Auf einem Fundament. Extrem schwierig zu gestalten gerade. Könnte ich denn dann hier hochgehen, obwohl da so ein Ding ist? Okay. Das sieht nicht wirklich hübsch aus. Kann ich das ändern? Ist das jetzt auch von unten anders? Oh ja. Dann war. Upsi! Ja gut, wenn ich da einfach ein weniger mache, ne, dann würde das theoretisch gehen, aber ich muss ja auch irgendwie nach oben hin das haben. Ich muss gestehen, ich finde das sehr und sehr, sehr kompliziert. Und überhaupt nicht gut gemacht. Also das finde ich jetzt nicht so toll. Oh Gott. Sieht ja noch furchtbarer aus. Tatsächlich fand ich das vorher besser. Kann ich das jetzt? Da steht ja was von zurück. Ah, okay, kann ich nicht. Also ihr seht, so ein Schloss bauen ist nicht gerade einfach. Zum Beispiel würde ich. Ja, gut. Ja, das ist schwierig. Und vor allem, mein Problem ist auch, dass mein Dorf jetzt so weit weg von meinem Schloss ist. Dadurch muss ich ständig so weit laufen, weil die Angestellten nicht auf selbstständiger Basis arbeiten. Und das ist doch mal doof, oder? Geh mal.
Du auch, los. Wow, okay, das wird auf jeden Fall groß. Sollte ich irgendwann mal rauskriegen, wie es funktioniert, jedenfalls. Was doof ist halt wirklich, wie das hier jetzt zustande kommt, ne? Und wie es aussieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Optik nicht schön. Und auch wie die Treppen hier reinkommen sollen. Dann muss ich ja tatsächlich wirklich hier dann was hinmachen. Gucken wir einmal. Fundamente und Böden. Ich habe ja auch keine Ahnung, was das sein soll. Das sieht für mich aus wie ein... Ah, okay. Das sieht für mich eher aus wie ein Tor oder sowas, aber nichts, was mit Böden zu tun hat. Okay. Türen und Fenster, Treppen und ein Tor. Da steht hier Fundamente und Böden. Ja, aber was für Böden sind denn das hier? Ich glaube, das wissen die selber nicht, oder? Und ich muss sagen, ich finde die Optik gar nicht schön. War das vorher besser? Kann ich das wieder ändern? Ah, das sieht immer noch besser aus als das, was ich davor hatte. Also. Okay, das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Das ist Holz. Ja, das sieht was besser aus. Okay, damit kann ich arbeiten. Nur, dass hier keine große Tür reinpasst, finde ich jetzt sehr schade, ne? Jetzt hatten wir hier was von Türen und Fenstern. Türen und Fensterläden. War jetzt nicht unbedingt viel, ne? Wie viele Teile habe ich denn jetzt schon? Baue ein Schloss, mindestens 50 Teile und da ist noch nicht eins von gemacht. Ah, aber okay, die zählen das da auch nicht einzeln. Okay. Ich bin jetzt halt am Überlegen, wie ich einen großen Raum dadurch gestalten soll. Wenn da immer diese blöden Balken im Weg sind. Ich meine, ja, das funktioniert schon, aber. Na, dann habe ich halt immer diese Teile als Wände. Aber diese Wände sind halt einfach viel zu dick. Und ist ja unglaubliche Verschwendung am Platz. Ich bin auch wirklich am Überlegen, ob es nicht einfacher wäre, das mit sowas zu machen. Mit tatsächlich einfach im Hausstil zu machen. Ach, guck mal einen an. Das einzige Doofe ist halt, dass man das dann unten immer sehen kann, ne?
Ja, das will ich ja nicht. Aber es wäre halt eine Option, dass es zumindest so aussieht, als würde das von da kommen. Ich mag halt nur den Boden nicht. Den müsste man dann halt individuell dazu platzieren, ne? Ah, cool. Okay. Okay, was ich machen wollen würde, wäre das jetzt ein bisschen doch noch weiter nach vorne zu ziehen. Und herausfinden, wie kann ich denn da andere Fenster einbauen? Weil so hätte ich ja immer diese furchtbaren kleinen Fenster, wo du nicht wirklich was durchsehen kannst, ne? Die wären schon besser. So hast du halt nur diese blöden kleinen Fenster und das ist ja doof. Da hast du nur ein Fenster. Ich weiß nicht, wie es geht. Und das hättest du dann halt, wenn du mit dem Haus das normale Haus baust, hättest du das halt auch besser. Nur da kann man halt vernünftige Fenster einbauen und so. Die Struggle eines Schlossbaus. Ich werde euch damit jetzt nicht groß weiter langweilen und werde euch nur noch das Endresultat zeigen, sonst wird das Video wahrscheinlich 8 Stunden lang oder so. Es ist auf jeden Fall katastrophal schwer gerade für mich. Keine Ahnung, ich muss jetzt mal gucken. Kann ich das schon wieder machen? Nein, kann ich ja nicht. Okay, ich werde euch dann das Endergebnis einfach mal zeigen. So, jetzt muss ich euch einmal ganz kurz etwas zeigen. Ich bin jetzt eine Ewigkeit weiter, jetzt schon so weit. Da hinten seht ihr mein Schloss. Bin jetzt gerade hier hingegangen, um den Tag quasi wieder, also es war dunkel und ich wollte, dass es wieder hell wird. Und habe dann hinterher einmal da drauf geklickt und sehe, ich habe jetzt wohl 50 Teile, aber nicht mehr 50.000 Flipper. Ich werde jetzt einmal die Dame rausschicken. Dankeschön. Und dann werde ich den Herren einmal losschicken. So. Ach du Schande. Den sollte ich dann wahrscheinlich auch bald mal losschicken, ne? Also wir sehen jetzt, ich habe einfach die 50.000 noch nicht voll. Lauf mal einmal zum Schloss. So, jetzt könnt ihr das schon mal was von etwas von nä jetzt könnt ihr das schon mal von etwas näher sehen. Jesus. Ich bin so durcheinander durch diesen Schlossbau. Also ich muss sagen, es ist extrem nervig. Es ist nicht schön gemacht. Du hast einfach keine Möglichkeit. Also ich habe die Möglichkeit nicht gefunden, hier vernünftig zu bauen. Also ich habe es nicht hingekriegt, dass es auch schön aussieht. Ich kann es ändern. Vom Aussehen her finde ich aber immer furchtbar. Ich habe jetzt erstmal einfach nur zwei Schläuche gemacht. Dieser Durchgang hier, ich habe jetzt herausbekommen, ich hatte das ja vorhin die ganze Zeit überlegt hier, was das hier ist. Das ist tatsächlich der Durchgang für die Treppe. Das Dumme ist, jetzt sieht man das hier drin nicht, weil es hier sehr dunkel drin ist. Das ist quasi eine Tür und das ist ja wohl totaler Humbug. Du kannst es aber nicht ohne Tür machen. Das funktioniert nicht. Also ich habe diese Option nicht, das ohne Tür zu machen. Hier kann man es jetzt ganz gut sehen. Es ist einfach total blöd. Also ich kann jetzt zum Beispiel einmal hier hingehen und das so hinbauen. Ich habe es nämlich tatsächlich geschafft, mir diese Gegenstände unten in die Leiste zu ziehen, indem ich einfach da einmal die Sachen runterziehe. Kleinen Moment, ich schau mal. Was kann ich jetzt mal runterziehen? Hier das zum Beispiel. Dann nehme ich das einfach und ziehe das runter in die 6. Und dann ist es in der 6 drin. Jetzt will ich erst einmal die 2 machen. Dann setze ich die Treppe ein und kann quasi so hochlaufen. Schon mal doof, dass das nur die Holzoptik hat. Ich habe es bisher jetzt allerdings auch noch nicht versucht zu ändern. Ich guck mal. Das kann man nämlich gar nicht ändern vom Aussehen her. Und das ist schon wieder etwas, was ich dann blöd finde, ne? Hier bin ich jetzt auch schon so weit, dass ich das habe.
Und hier halt auch. Es ist einfach blöd, dass du immer diese Klappe im Weg hast. Es scheint so, als hätte es das im Pre-Release mal gegeben, ohne diese dämliche Tür. Ich habe keine Ahnung, wo es hin ist. Bin mal gespannt. Ich habe da was gehört. Jetzt zeigt er mir an, dass das gehen soll, aber es. Ah, okay. Funktionierte nicht. Warum auch immer das jetzt nicht funktioniert. Hallo. Möchte man mir vielleicht mitteilen, warum das nicht gehen soll? Ja, Tatsache sind die Punkte jetzt ja wirklich weg, ne? Und ach so, also ja gut, so kann ich sie jetzt setzen, aber... Ah, jetzt sind sie wieder da. Aber nur hier hinten und das will ich ja nicht. Ich will die ja da vorne hinsetzen können. Geh mal auf meinen Balkon, vielleicht geht's dann. Nö, so gar nicht. Was soll denn das? Das ist, weil da der Balkon ist. Okay, das ist jetzt doof. Gut, ich habe hier hinten jetzt vergessen, eine Tür reinzubauen. Aber hier habe ich eine Tür. Jetzt gehen wir einmal hier hoch. Ist das jetzt wirklich, weil ich hier den Balkon hingemacht habe? Das wäre natürlich extrem doof, ne? Wähle ich einfach wieder die 6 aus, aber wir sehen, irgendwie will das trotzdem nicht so richtig funktionieren. Vielleicht jetzt noch, weil da die Tür ist, das kann natürlich auch sein. Hat er da ja eine Wand mit Tür hingemacht? Vielleicht deswegen nicht. Ah, guck mal. So. Jetzt ist die Frage, kann ich die da nachträglich ansetzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, kann ich. Wunderbar. Dann hätte ich jetzt gerne noch einen Balkon. Ah, okay, das müsst ihr dann nachträglich machen. Dann könnt ihr das auch so machen. Das funktioniert. Ihr hört, meine Stimme ist schon ganz weg. So, dann habt ihr nämlich hier die Möglichkeit, einfach einmal alles komplett drumherum zu setzen. Und das finde ich ganz cool. Na, also theoretisch. Ich möchte tatsächlich, dass hier oben noch ein Tower draufkommt. Also das soll noch eine ganze Etage höher gehen eigentlich. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich bin mir auch noch nicht sicher, weil ich habe jetzt ja hier so gut wie gar keine Räume eigentlich. Da werde ich noch ein bisschen dran rumspielen. Ich muss sagen, so alles in allem gefällt es mir gar nicht. Finde ich überhaupt nicht schön. Hier bei den Türen zum Beispiel haben wir lediglich die hier. Und die sieht total blöd aus und super billig. Und das passt nicht zu einem Schloss. Also ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben, das so zu machen. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob man hier so Türen einsetzen könnte. Doch, das könnte man schon. Also das finde ich schon blöd, ne? Es sieht schon mal mehr nach einer Burg aus jetzt. Mir geht es jetzt eher darum zu sehen, was passiert, wenn ich halt das Geld voll habe. Und dann kann ich immer noch weiterbauen. So, da habe ich die 50.000 erreicht.
Okay, dann werden wir mal König, also in meinem Fall Königin. Wir schauen mal. Yay! True Ruler bin ich jetzt. Vielen Dank fürs Spielen. Ihr habt alles gelernt, um euer eigenes schönes Königreich aufzubauen. Vergesst nicht, ein Bild eurer zukünftigen Stadt auf unserer Steam-Seite zu veröffentlichen. Bla bla bla. Okay, wunderbar. Okay. Jetzt wollte ich noch etwas machen. Und zwar habe ich mir gedacht, könnte man hier vielleicht auch ein bisschen was paar noch anpassen. Finde das so zum Beispiel viel cooler. Aber wir können ja auch mal gucken, wie andere Optiken aussehen. Okay, das ist auch nicht schlecht. Nicht so sehr meins. Ganz und gar nicht meins. Das sieht cool aus. Dann haben wir hier nur noch Holz, aber ich finde den feineren Putz tatsächlich besser. Ja, das sieht viel cooler aus. So, jetzt habe ich den größten Teil angepasst und wollte jetzt einmal kurz darauf hinweisen, es zählt tatsächlich, es zieht das nicht vom Geld ab, sondern von den Rohstoffen, die ich habe. Achtet oben mal drauf. Und das wirklich minimal. Tatsächlich finde ich, sehen die Häuser so aber viel cooler aus. Kann ich das hier auch machen? Nee, schade. So, ich habe dann jetzt alles mal ein bisschen verändert optisch und bin jetzt wirklich sehr happy. Das sieht wirklich cool aus. Finde ich echt cool. Also hat Spaß gemacht, das so zu machen. So. Hat noch nichts zu tun. Kann ich ihn dann nochmal losschicken? Schick nochmal los. So, ja, im Prinzip ist jetzt nicht mehr viel zu tun. Ich sehe gerade, hier ist unterschiedlicher Boden drin. Ha! So, viel angenehmer. Ah, okay. So, jetzt ist das Schloss immer noch nicht fertig und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie ich das weitermachen soll. Es macht mir absolut null Spaß dadurch, dass ich das nicht schön gestalten lasse. Da bin ich ganz ehrlich. Klar, einrichtungstechnisch würde sich wahrscheinlich einiges machen lassen. Aber ich weiß einfach nicht, wie ich das machen soll. Ich hatte eigentlich vor, dass die Räume drumherum gehen und in der Mitte immer noch so Höfe sind. Aber ja, das erweist sich nicht als sonderlich leicht. Ich denke darüber nach, eventuell hier hinten noch so die Räume hinterzumachen, hinter die Seitenflügel. Mal gucken, ich überlege noch. Es ist alles ein bisschen schwieriger und ich muss gestehen, ich bin super unhappy damit, wie das hier funktioniert. Also, das sieht schon super blöd aus. Sieht auch aus wie ein Gefängnis und keine Ahnung, ich finde es einfach nicht schön. Ich denke, das werde ich noch mal in Ruhe machen. Off-Camera. Und euch dann einfach nur noch das Endergebnis zeigen. Da muss auch noch einiges an Recherche her, damit ich halt sehe, wie genau das gemacht werden soll. Ich muss gestehen, ich hatte es mir wirklich bei weitem einfacher vorgestellt. Dadurch, dass du wirklich absolut null Anleitung kriegst und null Hilfestellung. Also ich habe jetzt schon, ich gucke gerade mal, 16 Stunden Spielerfahrung ist nicht sonderlich viel, aber ich habe halt schon das ganze Dorf gebaut, bla bla, und weiß jetzt erst, wie man die Sachen unten in diese Leiste kriegt. Das ist halt,
Ist ein bisschen blöd. Ich weiß, ich hatte das am Anfang mal ausprobiert und da hat es irgendwie nicht geklappt. Wahrscheinlich habe ich es nicht richtig getroffen. Ich weiß es nicht. Ich finde es total blöd, dass das halt nicht ging. So, ich werde das in aller Seelenruhe im Laufe der Woche nochmal weiterbauen und gucken, wie ich das mache. Werde recherchieren, ob ich noch irgendwas vielleicht einfach nur nicht verstanden habe. Werde mich auch nochmal erkundigen, ob es diesen Aufstieg in der Treppe nicht auch ohne diese Tür gibt, weil das einfach total blöd ist. Also dieses Teil hier. Das ist total für ein Pappes. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr einfach wiederkommen. Ich werde in mein Dorf im Laufe der Woche wahrscheinlich nochmal etwas weiterbauen. Und auch gucken, dass ich hier die Wege mal mache und wahrscheinlich dann auch, wenn das Schloss soweit fertig ist, auch das Haus hier noch abreißen. Und dann werden wir einfach mal weitergucken. Bin auf jeden Fall neugierig. Hallöchen, schön, dass du wieder da bist. Geh mal los. Wenn ihr sehen wollt, was ich noch aus meinem kleinen Dorf mache, dann müsst ihr wiederkommen. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst mir doch auch einen Daumen hoch da. Das würde mich riesig freuen. Und wenn ihr sehen wollt, was aus meinem Schloss wird, lasst mir ein Abo da und klingelt das Glöckchen, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich dann das nächste Video hochlade. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Reinschauen. Bleibt gesund und seid artig. Versucht draußen nicht zu erfrieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!